Jo, servus die Mau und grüß euch die Buben. Ja, wie ihr in den Bildern vorher gesehen habt, ich bin wieder herum beim Nemorm, bei der Donau, aber da ist ja auch ein reger Verkehr heute. Da sind ja lauter Kanuten unterwegs. Ich wollte mich zuerst auf das Platzl wieder schlagen, was ich da schon ein paar Mal dort war, weil es dort so gemütlich war, aber da bin ich ehrlich gesagt nichts neugierig, dass da dauernd die Boden an mir vorbeifahren. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen rumgehen, nur einen Kaffee trinken und ein bisschen gemütlich relaxen, aber so wie es ausschaut, werde ich es jetzt lieber wo im Dschungel herin abhalten und nicht am Wasser, was so ist. Ist halt so, also gehen wir. Der Bärlauch ist auch schon dahin. Einiges los. Da oben kommen schon die nächsten. Das sind wir unter der Woche nicht mehr hergehört. Da ist sicher Ruhe. Ja, ich glaube, da schaut es idyllisch aus. Das geht mir. Jawohl, aushalten tut er mich, also gehört er mir. Ja, bevor wir es da jetzt einmal angehen, muss ich einmal meinen Thermacell aktivieren. Die Viecher ran, die sind lästig. Wieder rein. Da unten ist mit Gaskartuschen. Ach, ist auch noch genug drin. Ich habe mir da auch schon zwei umgebaut, zum selber nachfüllen mit einem Feuerzeugventil. Ja. So, zuerst einmal auftragen. Ja, dann hört man das Gas strömen. Dann haben wir da so ein Zündding. Und dann, genau, schaut man da oben rein, da gibt es ein rotes Lichtl. Und dann ist die Kontrolle das auch rein. Ja, Freunde, es gibt auch wieder definitiv ein paar Neuigkeiten. Gut, das mit den Stangeln, wie ihr seht schon, ich habe heute nur zwei dabei. Dann habe ich wieder den Original-Gisch montiert gehabt, aber der war mir dann doch ein bisschen zu klar. Und mein bisheriger Baumtisch, den was ich umgebaut habe, ja, da ist mir eine Kleinigkeit passiert, der ist quasi nicht mehr zum Verwenden. Kleiner Holperich und im Endeffekt einmal einen neuen Tisch gebaut. Aha. Natürlich auch wieder mit dem Gewindstiegel, dass der da reinpasst und haben wir ihn auch gleich ein bisschen größer gemacht. Ich kann euch die Masse jetzt gar nicht sagen, ich muss 30 mit 20, 32 mal 25, ich weiß nicht, auf alle Fälle, er ist jetzt um etliches größer, dass auch der Drang ja da super drauf passt und die Kartuschen auch noch. Das habe ich einmal, das ist neu, hat mir jetzt ein bisschen mehr Platz auch. Und dann gilt jetzt noch ein besonderer Dank an die Berne und Birgit, waren das, die haben mir E-Mail geschrieben, dass sie ein super Tischl gekauft haben. Und zwar auch wieder beim Askari-Shop, wo ich das hier habe. Und das habe ich natürlich auch sofort gebraucht. Und das ist das Teil. Ja, wie man sieht, der ist schon um eine Spur größer. Hat ca. 600 Gramm. Und jetzt na, ist der nicht geil. Die kann auch da locker wo auf einem Baumstumpf stehen und der steht. Oder eben am Boden runter. Mit den Viers, pipi feinst, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Hat auch so ein kleines Randerl, dass nichts runterfallen kann. Also, ich muss sagen, danke an die zwei für den Tipp. Natürlich habe ich mir gleich geholt. 20 Euro, weiß ich nicht, ich verlinke euch das. Wenn ich schon so viele Tischl habe, muss ich mir jetzt natürlich auch ein Käffchen machen. Und da kommt halt wieder mein AP3 zum Einsatz. Ja, ich habe den in einem Baumwollsackerl. Das Sackerl, was da dabei ist, da ist ein bisschen schwer zum Einkriegen. Und von den Baumwollsackerl, wer es schon gesehen hat, die habe ich verdammt gern. Die habe ich immer wieder dabei. Also
finde ich keinen Fehler, dass er in den ist. Ja, und nichtsdestotrotz, weil man gerade so eine Sperrholzplatte gekauft hat für mein Tischerl, haben wir noch gleich zwei zuschneiden lassen und haben wir zwei Schneidbrillen daraus gemacht, die wegen an Schmoren. Jetzt habe ich zwei schöne Schneidbrillen auch noch. Die Rundungen haben wir natürlich selber reingemacht, beim Tisch natürlich auch. Und so bin ich eigentlich jetzt top ausgestattet, oder? So, ja, da sieht man wieder das Tischerl, wie brauchbar das doch ist. Ich finde das einfach klasse. So, und in der Zwischenzeit werden wir ein bisschen reiben. Los geht's. Wird jetzt wieder circa 2 Minuten dauern. Da wird wahrscheinlich das Wasser auch schon heiß sein. Also mal ein bisschen Gas geben. Ich glaube, ich habe mit dem so Wasser gewonnen. Jetzt weiß ich nicht, geschaut, aber so 1,5 Minuten schätze ich. Ja, ich bin durch. Kommt was auf die Ärmel nach. Boah, ein bisschen deppert. Darf man nicht sagen. Bist du narrisch. Na, ich freue mich. So. Wasser kocht. So. Wieder ein dezentes Press. Ja. Ja, es ist der erste Gruß an meine Krankensessel, wie immer. Und der zweite und Rest der Welt. Prost, Freunde. Passt wieder. Sehr fein, muss ich sagen, ja. Ja, dann wollte ich euch noch was zeigen. Man, das habt ihr eh schon gesehen, die Schneidbrillen. Aber da ist mir eigentlich aufgefallen, dass die beim Rush 12 hinten super reinpassen. Zeige ich euch gerne her. Ja, bei dem Rush 12 hinten, der ist ja wirklich so gut aufgebaut. Ich glaube, es ist schon mein Lieblingsrucksack geworden, dass der da hinten eine versteckte Tasche hat. Also die kann man aufmachen. Kann man wegklappen. Und da habe ich an und für sich immer mein Pico-Grill drin. Pico 85. Und da passen jetzt natürlich auch wunderbar meine zwei Schneidbrillen rein. Die sind eigentlich weg und sind mir fuhren nicht im Weg. Und da hinten passen die Pipi-Feinste rein. Also Rush 12, perfekt. Ja, ich denke im Augenblick bin ich ja relativ gut ausgerüstet. Wie gesagt, die zwei Tischerl haben Welt. Mit den zusätzlichen Spieß, was ich da jetzt habe, komme ich ja weiß Gott wie hoch, wenn ich will. Aber wie gesagt, ich habe heute auch nur zwei dabei, weil drei sind schon oft zu viel. Klar, je höher das wird, desto mehr wollte ich. Das ist natürlich nicht optimal, wenn man da drauf was macht. Ja, wenn man was anstellt, ist es wurscht, wenn das umbleibt, aber anbrennen oder so. Gescheit erst tief unten. Ja, was ich so jetzt im Augenblick gesehen habe, mit meinen ganzen Gerätschaften, was ich immer dabei habe. Stab habe ich halt nicht dabei. Da habe ich eigentlich immer das Snookback dabei, das Stascher, das kleine, mit 250 x 61. Das reicht mir normalerweise, kennt ihr aus meinen Videos, das Grüne. Und ich schlafe jetzt auch nicht drunter, wenn ich unterwegs bin. Ist das vom Feinsten, muss ich sagen. Ja, mit den Tischeln, jetzt mit allen Schneidbrillen, die ganzen Kocher, bin ich wirklich perfekt ausgerüstet und das bringe ich alles in den Rush 12 rein. Und das ist wie viel Liter der hat? 20, 22? Kann es gar nicht sagen. Schätze mal vielleicht 22 Liter. Klar, die Wasserflaschen habe ich außen, mein Föhl habe ich außen, erste Hilfe ist alles dran gehängt. Aber sonst kann ich nur sagen, habe ich den vergrammt gern und der tragt sich auch wirklich gut. Ja, jetzt hätte ich ja bald vergessen, es gibt natürlich auch was Süßes. Das habe ich eh schon die ganze Zeit da liegen. Und das werden wir jetzt verspeisen, oder? So, da habe ich jetzt meinen Kuchen. Kommt mein Schneidbrill auch gleich zum Einsatz. Den werden wir sich gerne genehmigen.
So, und wenn wir daheim fahrt war, haben wir mal was bastelt. Ja, der gute Bastelwastel. Was habe ich da gemacht? Ein Kerzenhalter. Und deine steckt man rein und zündet es an. Und jetzt machen wir es aber auch romantisch, aber weil ich ein bisschen weiter mitgedacht habe, habe ich dazu gleich so Tropftassen, obwohl die Kerzen sind tropfsicher, also die tropfen nicht, die wie von der Schweizer Laterne. Genauso bohrt, dass er locker sitzt. Kerzen rein, arretieren und passt. So, nehmen wir das da einmal. Einmal. So. Anzünden. Und jetzt haben wir es romantisch auch. Und sagt es mir was? So schaut es aus im Haus der Schnecken. Ne? Mhm. Der Kuchen ist schon weg. Diese Sperrholzplatten habe ich mit einem Sonnenblumenöl einlassen. Schaut ein bisschen hell aus, die brauchen wir jetzt einmal an. Ja, der Kerzenständer ist eigentlich relativ einfach. Ich schneide sich da um ein Kreuz rein, ein bisschen tiefer. Ich habe da unten eine Schnur mit umgewickelt, dass er nicht weiter reißen kann. Dann habe ich noch ein bisschen die Kanten da beschnitten, dass ein bisschen mehr Platz wird und dann passt die Kerzen auch schön rein und speist sie da ein bisschen auf. Wie gesagt, ich habe dann das Ding rumgedrückt als quasi jetzt Abtropftassen. Ich habe es jetzt so gemacht, dass es relativ locker da herunten noch sitzt, aber weiter oben, wenn die Kerzen drin ist, dann hält es eigentlich von allein und schön streng. Ja, das war der ganze Trick. Und ein bisschen ein Spitz drauf. Ja, passt. Das könnt ihr ja machen, solange ihr das wollt. Das ist ja wurscht. Ich habe mir nur ein kurzes gemacht jetzt einmal. So. Aber ich werde jetzt da wieder schön langsam zusammenpacken und retour gehen. Gehe ich noch eine gute halbe, dreiviertel Stunde, bis ich beim Auto bin. Ja, wie gesagt, war eine schöne Zeit. Jetzt packen wir mal zusammen. Und dann wird wieder putzt, dann seid ihr wieder dabei. So. In einer Woche sehe ich keiner mehr, dass ich da war. Gehen wir. Ja, das geht durch den Dschungel. Ist jetzt schon extrem anstrengend. Gleich bin ich draus. Ja, da wird es leichter. Bin ich raus. Ja, der dürfte auch frisch umgestürzt sein. Lang liegt der noch nicht. Ja, Freunde, bevor ich ganz vorn bin, hole ich die ganzen Butterl ins Wasser lassen. Verabschiede ich mich lieber gleich von da, von euch. Ich sage immer danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Gesund bleiben und servus die Mauer und pfiat euch die Buben.